Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Und in diesem Video zeige ich euch heute einen richtig heftigen Outfit-Glitch, durch den ihr gemoddete Outfits in GTA Online bekommen könnt, auch wenn ihr kein Safe Game Wizard habt. Ich weiß ja, dass ihr derzeit extrem viele Outfit-Glitches sehen wollt, was ihr mir ja auch schon des Öfteren in die Kommentare geschrieben habt, und deshalb zeige ich euch hier und heute diesen krassen Outfit-Glitch. Und zwar handelt es sich bei diesem Glitch um einen Outfit-Merch-Glitch, mit dem ihr euch die Outfits vom Zweitcharakter auf euren Erstcharakter kopieren könnt, und dadurch entstehen richtig geile gemoddete Outfits, wie zum Beispiel ein Outfit, was ihr ja gerade hier schon die ganze Zeit im Hintergrund sehen könnt. Natürlich ist dieses Outfit nur ein Beispiel-Outfit, denn mit diesem Glitch könnt ihr euch noch viele weitere Outfits selber erstellen. Ich verlinke euch mal unten in meiner Videobeschreibung ein paar alte Videos von mir, wo ihr andere Outfits sehen könnt, die ihr euch genauso mit diesem Glitch hier erstellen könnt, wie damals bei diesen alten Glitches. Und zusätzlich verlinke ich euch auch nochmal eine komplette Liste, wo genau draufsteht, welches Kleidungsstück zu welchem Kleidungsstück hinterher genau wird. Jedenfalls ist dieser Glitch wirklich mega einfach und er funktioniert zu 100% auf der PlayStation 4, auf der Xbox One und auch auf dem PC. Das Prinzip ist halt, wie gesagt, hier echt einfach, und zwar zieht ihr euch auf eurem Zweitcharakter die richtigen Dinge an und diese werden dann auf eurem normalen Charakter hinterher zu richtig krassen Outfits, wie zum Beispiel zu dem Checkerboard-Outfit oder halt dem Outfit, was ihr hier gerade schon im Video seht. Und dieser Outfit-Transfer-Glitch funktioniert von der Frau zum Mann, vom Mann zur Frau, vom Zweitcharakter zum Erstcharakter, vom Erstcharakter zum Zweitcharakter, je nachdem, wie ihr das Ganze machen wollt. Aber ich würde mal sagen, lasst dem Video jetzt noch ganz schnell einen Like da und da beginnen wir jetzt auch schon mit dem eigentlichen Glitch, also let's go! Also ich werde diesen Glitch in diesem Video so ausführen, dass ich mir das Outfit von meinem weiblichen Zweitcharakter auf meinem männlichen Erstcharakter kopiere. Dafür braucht ihr im Grunde keine Voraussetzungen bis auf eine, und diese ist leider echt kacke, da nicht jeder diese Voraussetzungen besitzt. Und zwar braucht ihr hier auf eurem Zweitcharakter eine Weihnachtsmaske, die der Erstcharakter nicht besitzt. Sprich entweder die rote Strumpfmaske, die Schneemenschmaske oder eine der vier Krampusmasken. Ich weiß, nicht jeder hat diese Masken, da es diese nur an Weihnachten gab, beziehungsweise an jedem Weihnachten in den vergangenen Jahren gab es ja eine andere spezielle Weihnachtsmaske, aber leider braucht man diese Masken halt für diesen Glitch. Es gibt noch eine alternative Methode für diesen Glitch, bei der man seinen Zweitcharakter löschen muss, aber die, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich jetzt nicht so gut wie diese Methode hier, weil diese Methode wirklich immer hundertprozentig funktioniert, und bei der anderen Methode muss man halt leider seinen Zweitcharakter löschen, was mich halt auch ein bisschen skeptisch macht, da ich halt nicht gerne euch irgendwas zeige, wo man seinen Zweitcharakter löschen muss. Ich kann das Ganze, wenn ihr wollt, in den nächsten Tagen auch noch für euch hochladen, aber ich muss euch halt sagen, wie gesagt, ich bin nicht Fan von der alternativen Methode, die es halt noch gibt, und deshalb schreibt einfach mal in die Kommentare, ob ihr die andere Methode wirklich sehen wollt, weil man halt trotzdem da halt seinen Zweitcharakter löschen muss. Wie gesagt, ihr entscheidet, wenn ihr die sehen wollt, dann lade ich die trotzdem für euch hoch. Kommen wir nun aber mal wieder zurück zu dieser Methode hier, wo ihr eine Weihnachtsmaske benötigt, und zwar müsst ihr hierfür jetzt nun, wenn ihr auf eurem Erstcharakter seid, erst einmal auf euren Zweitcharakter wechseln, der ja eine Weihnachtsmaske besitzt, und dafür geht ihr jetzt ganz einfach erstmal ins Pausenmenü, geht auf den Karteireiter online und dort klickt ihr dann ganz einfach auf die Charakterauswahl. Und wenn ihr hier nun angekommen seid, dann müsst ihr jetzt lediglich noch euren Zweitcharakter auswählen und warten, bis ihr mit diesem dann in GTA Online gespawnt seid. Ganz wichtig ist es aber, dass ihr auf eurem Erstcharakter nicht CEO, VIP oder MC Präsident wart, weil sonst kann es sein, dass der Glitch hinterher nicht funktioniert, wenn ihr Teil einer Organisation wart. Also stellt auf jeden Fall sicher, dass ihr kein Mitglied von irgendeiner Organisation seid, wenn ihr euren Charakter wechselt. So, seid ihr jetzt nun auf eurem Zweitcharakter angekommen, dann solltet ihr jetzt nun erst einmal zu irgendeinem x-beliebigen Bekleidungsladen fahren und euch dort dann die Kleidungsstücke anziehen, die ich mir jetzt hier in diesem Video anziehe. Also diese Kleidungsstücke, die ihr jetzt hier sehen werdet, die ich mir jetzt anziehen werde, die ergeben, wie gesagt, das Outfit, welches ihr schon am Anfang des Videos gesehen habt, und falls ihr aber andere Outfits haben wollt, dann schaut, wie gesagt, einfach mal in meine Videobeschreibung, denn dieses Outfit hier ist nur ein Beispiel.
So, habt ihr nun die Sachen angezogen, die hinterher euer Wunschoutfit ergeben werden, dann müsst ihr jetzt nun einen Maske-Hut-Brille-Glitch machen. Denn auf diesem Outfit muss sich ja noch eine Weihnachtsmaske befinden und da ich bereits eine Mütze und eine Brille trage, müssen wir jetzt hier an dieser Stelle noch diesen Glitch machen. Wer aber auf einen Hut oder eine Brille oder auf beides verzichten kann, der kann auch ganz normal jetzt ganz einfach die Maske anziehen, ohne diesen Maske-Hut-Brille-Glitch hier an dieser Stelle machen zu müssen. Und ja, diesen Glitch könnt ihr am besten am Del Piero Pier machen, dort wo sich auch das Riesenrad befindet. Und dafür solltet ihr einfach zum Teleskop hier kommen, an dem ich mich auch hier gerade in diesem Video hier befinde. Seid ihr hier nun angekommen, dann zieht ihr euch am besten jetzt noch ganz schnell übers Interaktionsmenü eure Weihnachtsmaske an, falls ihr die noch gar nicht anhabt. Und dann stellt ihr euch genauso vor die Absperrung, wie ich das hier in diesem Video gemacht habe. Und dann klettert ihr mit der Vierecktaste über die Absperrung drüber und dabei spammt ihr dann die ganze Zeit die Pfeiltaste nach rechts, um durch das Teleskop durchzugucken. Und ja, nun wird eure Maske verschwinden, weil das Spiel jetzt an dieser Stelle denkt, dass ihr durch das Teleskop schaut, obwohl ihr gar nicht durch das Teleskop schaut. Und sobald diese jetzt nun weg ist, öffnet ihr euer Interaktionsmenü und dort zieht ihr euch dann wieder das Outfit an, welches ihr euch ja gerade eben zusammengestellt habt. Und dann lauft ihr ganz einfach ein Stückchen vom Teleskop weg und dann spawnt auch schon die Weihnachtsmaske auf euer Outfit. Und nun kommt auch schon der letzte Schritt dieses Glitches hier und zwar müsst ihr jetzt nun zum aktuellen Zeitrennen fahren. Seid ihr hier nun angekommen, dann klaut ihr euch jetzt noch schnell irgendein x-beliebiges Auto oder irgendetwas anderes, um an diesem Zeitrennen teilzunehmen und dann fahrt ihr mit dem Fahrzeug in den Kreis des Zeitrennens. Und nun müsst ihr jetzt nur einmal noch die Pfeiltaste drücken, um am Zeitrennen teilzunehmen und sobald ihr jetzt das Zeitrennen angefangen habt, dann könnt ihr euer Pausenmenü öffnen und dann geht ihr ganz einfach auf den Karteireiter online und dort klickt ihr dann wieder auf die Charakterauswahl. Seid ihr nun in der Charakterauswahl angekommen, dann wählt ihr jetzt nun wieder euren Erstcharakter aus und dann wartet ihr jetzt nun, bis ihr mit diesem in der Lobby gespawnt seid. Und boom, wenn ihr jetzt in der Lobby angekommen seid, habt ihr nun auch schon euer Wunsch-Outfit an, beziehungsweise ihr habt euch jetzt nun das Outfit vom Zweitcharakter auf euren Erstcharakter transferiert und dieses Outfit müsst ihr jetzt einfach nur noch in irgendeinem x-beliebigen Bekleidungsladen oder in eurem Apartment abspeichern gehen. Und ja, das Beste an diesem Glitch hier ist, dass eure bereits gespeicherten Outfits, also die, die ihr bereits vor diesem Glitch hier gespeichert hattet, auf eurem Erstcharakter, dass diese jetzt bei euch nicht überschrieben werden, denn sowas ja immer in der Vergangenheit bei diesen Outfit-Transfer-Glitches der Fall. Und so könnt ihr euch jetzt nun Outfit für Outfit erstellen. Ich hoffe mal, dass ihr jetzt nun alle diesen Glitch hier verstanden habt. Ich weiß, dieser Glitch ist im Grunde wirklich mega easy, aber das Prinzip des Outfit-Transfers kann doch ziemlich verwirrend sein, vor allem wenn man noch nie zuvor einen Outfit-Transfer-Glitch in GTA Online mitgemacht hat. Und wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr die andere Methode unbedingt sehen wollt, bei der ihr halt euren Zweitcharakter löschen müsst, denn dann würde ich diese die Tage noch extra für euch hochladen. Und falls ihr diese nicht sehen wollt, dann werde ich diesen Glitch auch nicht für euch hochladen. So, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Abend und wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall einen Like da und wenn du gerade hier neu auf meinem Kanal sein solltest, dann kannst du mich jetzt auch gerne kostenlos abonnieren und nicht zu vergessen, die Glocke zu aktivieren, denn dann verpasst du in Zukunft wirklich nichts mehr in GTA Online und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut rein und ciao.